Regionalmanagement Landkreis Bad Kissingen, Projektmanagement Generation V bis Z präsentieren. Vortrag Pflegefall Was nun? Referentin Monika Dürr, Fachstelle für pflegende Angehörige Münnerstadt. Teil 3 Pflegeleistungen und Ansprüche. Corona-bedingt haben wir den Vortrag digitalisiert, um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Informationen zur Verfügung zu stellen. Unser herzlicher Dank gilt der Referentin Monika Dürr. Nun kommen wir in unserer Checkliste zu den Leistungen der Kranken- und Pflegekassen. Sie können über die Krankenkassen folgende Leistungen beantragen. Es gibt hausärztliche Verordnungen für häusliche Kranken- und Behandlungspflege. Das betrifft zum Beispiel Medikamente richten, Medikamente geben, Spritzen, Wundbehandlungen, also verbinden, das ist die Behandlungspflege, all diese Dinge oder Diabetespritzen. All diese Sachen können Sie über die hausärztliche Verordnung für häusliche Krankenpflege bekommen. Und es wird eben über die Krankenkasse genehmigt. Das heißt, es ist eine Genehmigung der Krankenkasse auf jeden Fall erforderlich. Auch können Sie Hilfsmittel wie Badewannenlifter, Duschhocker, Rollatoren, Gehstützen, Kompressionsstrümpfe und was Sie brauchen, alles können Sie über diese Verordnung vom Hausarzt sich geben lassen. Wie gesagt, benötigt, wir brauchen aber immer eine Genehmigung der Krankenkasse, dann, damit es dann auch in Kraft treten kann. Und Sie können sich dann einen Pflegedienst Ihrer Wahl suchen, der dann diese Aufgaben übernimmt für Sie. Dann können wir einen Antrag stellen auf einen Pflegegrad, das heißt auf Pflegeleistungen, auf Pflegegeld. Dieser Antrag wird erstmals bei der Krankenkasse angefordert und da auch dann wieder hingeschickt. Und die beauftragen dann den MDK mit einer Begutachtung. Und nach dieser Begutachtung gibt es entsprechend einen Pflegegrad. Wenn Sie mit der Begutachtung nicht einverstanden sind, können Sie einen Widerspruch einlegen innerhalb von 4 Wochen. Sie müssen das entsprechend natürlich dann gut begründen und dann haben wir doch die Chance, auch diese Leistung zu bekommen. Wie gesagt, das ist bei dem Pflegegrad und bei der hausärztlichen Verordnung möglich. Die zusätzlichen Leistungen der Pflegekasse sind eben diese Leistungen der Tages- und Nachtpflege, zur Kurzzeit- und Verhinderungspflege, zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen und zur vollstationären Pflege. Und es gibt noch auch Leistungen monatlich von Pflegehilfsmitteln, die Sie dann auch in Anspruch nehmen können. Weitere finanzielle Leistungen, die es doch gibt mit Zuschüssen und so weiter, dazu können Sie sich dann noch entsprechend beraten lassen, auch von der Krankenkasse, von den Pflegeberatern der Krankenkassen, von den entsprechenden Beratungsstellen, je nachdem, was man da eben dann benötigt. Wir kommen jetzt zu dieser Tabelle der Pflegeleistungen, wo wir sehen, links die Pflegegrade, in der Mitte sehen wir, was wir an Pflegegeld bei welchem Pflegegrad bekommen würden. Und dann sind die blaue Tabelle, das sind die Pflegesachleistungen, das sind die Leistungen, die wir bekommen, wenn wir auch einen Pflegedienst, einen ambulanten Pflegedienst mit in Anspruch nehmen würden. Das sehen wir beim Pflegegrad 1. Also haben wir hinten nur den Entlastungsbetrag. Der Entlastungsbetrag, den bekommen wir bei jedem Pflegegrad automatisch. Da muss man dazu sagen, dass diese Summe nicht ausgezahlt wird, sondern die bleibt auf einem Konto, auf einem Sparkonto, was man auch ansparen kann, wenn man es noch nicht in Anspruch nimmt. Und dieser Entlastungsbetrag, der ist eben dazu da. Beim Pflegegrad 1 kann man auch die Pflege über die ambulanten Dienste darüber machen lassen. Man kann des Weiteren Unterstützung im Alltag sich einholen, über Helferkreise, über ehrenamtliche Helfer, die nach Hause kommen und einem dann da zu Hause unterstützen und entlasten. Arztfahrten werden da erledigt, einkaufen lassen kann man über diesen Betrag. Dafür ist diese Summe gedacht. Es gibt noch die sogenannte Kombileistung, die besteht aus Pflegegeld und Pflegesachleistung. Kombinationsleistung, das heißt,
Da macht der Angehörige einen Teil der Pflege und einen anderen Teil übernimmt der ambulante Dienst zur Pflege. Das ist diese Kombination. Und da bekomme ich dann auch diese Summe, die da in der Mitte angegeben ist, ist höher dann wie das Pflegegeld, weil eben dann da auch der Pflegedienst noch mit davon bezahlt wird. Sie selber können nie mehr bekommen als diese Pflegegeldsumme, die hier angegeben ist. Und je mehr Sie Leistungen von dem Pflegedienst übernehmen lassen, umso mehr wird auch Ihr Pflegegeld, also prozentual, ein bisschen gekürzt. Das heißt, wenn der Pflegedienst mehr macht, wird Ihr Pflegegeld weniger, weil Sie dann die Pflege ja offensichtlich selber nicht mehr so machen können oder machen wollen und der Pflegedienst das übernimmt. Das wird prozentual von den Pflegediensten ausgerechnet. Das können Sie sich auch in dem Kostenvoranschlag dann entsprechend ausrechnen lassen, was das bedeuten würde. Initiiert vom Projektmanagement Generation V bis Z. Weiter geht's mit Teil 4, Überblick über die Versorgungsformen.